Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu den Ghostbusters. Genau. So, wir wurden jetzt gerade überrascht von einem Fischer, und den versuchen wir jetzt zu finden. So, wie war denn das jetzt? Oh, eine Tür. Und sie hat sich geöffnet und direkt wieder vor unserer Nase zugeschlagen. Nun gut. Mit mir kann man es ja machen. Oh, ich muss den Sound mal ein klein wenig bei mir runterregeln. Weil sonst habe ich die Eigenschaft, zu sehr zu schreien. Ja, doch. Oh, da war doch was. Wow. Na, komm her. Okay. Ja, ich habe nicht gespült. Deswegen verstopft und jetzt haben wir die Überschwemmung. Na komm. Ah. Na komm. Die kleinen Fische aber. Auch nicht. Semidimensional? Hier anscheinend doch weiter. Das Schöne ist, diesen PKE-Meter, den konnte man doch hier irgendwo auf den Armaturen sehen. Ach Quatsch, wenn man... Hier scheint nichts zu sein, ja? Das sehe ich noch ein bisschen anders. Genau, man hat ihn ja unten an seinen Sachen mit dran und dann sieht man teilweise auch schon etwas. Ein Koffer, der bewegt. Ey! Mensch, da haben die den Cast aus. Die Schöne und das Biest geholt, hä? Oder wo kam so ein Kerzenständer mal vor? Ja. Na komm. Ja. Echt? Muss ich echt kleine Holz draus machen? Na gut. Warum nicht? So. Hast du jetzt davon, du Möbel? Ja. Schade, in diesem Modus kann man leider nicht wirklich schnell laufen. Okay. Ja. Ey. Das mag ich ja gar nicht. Hau ab. Genau. Jetzt müssen wir... Müsste sich diese eine Tür geöffnet haben, wo ich gerade nicht rein konnte. Wo war denn das jetzt? Oh, das sieht hier so gleich aus. Hey, komm, aber jetzt mal ehrlich. Wer denkt jetzt noch an Titanic? Ja, was ist das? Verfluchtes Artefakt. So, wo... Sag mal. Ich bin jetzt echt ganz bescheuert. So. Weiche, du Sofa. Ja, toll. Die kann er nicht mal rüber. Wie erbärmlich ist das denn? Wobei, die... Oh, wie heißen diese Packs nochmal, die der auf dem Rücken hat? Die Protonen-Packs, genau. Die dürften ja auch einiges wiegen. Das haben die in dem Film öfters mal erwähnt. Ja, komm, komm. Komm noch, wenn du dich traust.
Captain Iglo-Verschnitt, hä? Bist nur sauer, weil du für die Rolle nicht genommen wurdest. Gib's doch. Jo, da geht's runter. Okay, hier sieht schon mal besser aus. Ah, wo sind wir denn hier? Oh, schick. Ja, ich wusste es doch, müssen wir gleich wieder kaputt machen. Hey. Hör auf, hier die ganze Zeit weg zu. Komm schon. Ja, du hast zwar eine lange Angel, aber ich habe einen stärkeren Strahl. Ja, lieber später als gar nicht, Jungs. Okay? Gut gemacht. Du bist vermutlich der Richtige für diesen Job. Ja, du hast einen bedeutenden Teil eines New Yorker 5-Sterne-Hotels in weniger als 3 Stunden zerstört. Deine Mutter und ich sind ja so stolz. Stimmt doch, Egan? Er hat etwas. Wir sollten ihn verfolgen. Mhm. Ja, dann machen wir das. Wenn ich was habe, dann verfolgen wir es auch. Ich muss aber einen ganz schön mächtigen Tritt haben, wenn die Stühle gleich fliegen. Mal sehen, was hier ist. Mhm. Kenn ich genau, was das hier ist. Das ist eine Bar. Das sehe ich doch auf den ersten Blick. Mensch, Egan. Oh. Egan, Ray. Okay. Das sehe ich zum ersten Mal. Es ist eine Art hochfokussierter, anthropomorphischer Animator, die vertraute Objekte anzieht, damit sie ihre Wut materiell manifestieren kann. Er ist angekommen. Es generiert ein so starkes Anziehungsfeld, dass es seine Einzelteile wieder zusammensetzen kann. Das ist nicht schön. Fischermann. Haha, ich hab dich, Mopsi. Okay, jetzt hab ich dich wieder. Komm schon. Eine Falle. Komm schon. Ja. Komm nur, Captain Iglo für Arme. Was war denn das jetzt? Hey, da war doch schon in der Falle drin. Na komm. Na komm! Wütende Messer und Gabeln werden abscheulich, aber wenn daraus ein großer, wütender Riese wird, gefällt mir das noch weniger. Sehr viel weniger. Passiert doch jeden Tag, oder? Echt? Hat jemand was von Setmore gehört? Leute, das klingt nicht ich gut. Bin hier draußen und etwas anderes auch. Das klingt groß. Wir haben dich vermisst, Partner. Schön, dass du da bist. Aber zuerst, wie war AIDA? Naja, wir mussten mit diesem neuen Exemplar auskommen. Ich habe 4 Stunden gebraucht, um herzukommen. Der Verkehr staut sich derzeit etwas. Hey, das Geräusch kenne ich doch. Winston, was siehst du da draußen? Es ist groß, sauber, weich und weiß. Und es wird euch nicht gefallen. Nein, unmöglich. Nicht hier, nicht jetzt. Oh ja. Doch. Der ist als beliebter Marshmallow-Mann. Ich liebe ihn. Dieses freundliche Lächeln. Und dieser knallharte Tritt. Ja. Diesmal war ich's nicht, ich schwör's. Pass mal zusammen, Ray. Womit können wir diese billige Süßspeise aufhalten? Billig? Wolltest du heute nicht die Installation des Supersperrers beenden? Der Supersperrer? Hört sich ungetestet, riskant und spannend an. Ich bin dabei. Funktioniert er? Gegen die Untergebenen? Kann ich den nicht scannen? Das war nie geplant, aber theoretisch könnte es gehen. Eine Maroon-Falle dieses Ausmaßes wurde nie benutzt oder gar ausprobiert. Und seit wann hält es Leute auf, die es nicht besser wissen? Ja, Mann! Sind wir das Gesundheitsamt? Wir müssen uns erst einen Weg durch dieses Chaos wagen. Oh.
animiert. Der Marshmallow-Mann ah. Diese Mini-Mieslinge irgendwie aus sich selbst aus. Komm, scannen. Das ist echte paranormale Physiologie. Ah. Immer etwas, bei dem ich einem der Magen umdreht. Ja. Dabei sehen sie schon ganz lecker aus. Auf sie. Auf eine gewisse Art sehen sie lecker aus, ja, das ist wohl richtig, ja. Doch, doch, doch. Aber ein bisschen sehr stark angekokelt. Hey, hier kommt noch mehr Ärger! Oh! Fliegende Autos. Und das in den 80ern. Oh, was seid ihr denn? Klasse 5 VBNs im Anflug! Ray, bereite die Muon-Falle vor. Aktiviere die Muon-Falle. Ah ja, Muon-Falle aktiviert. Ah, dann rein mit euch. Komm. Oh, das geht wesentlich schneller. Wirf alle Geister, die du fängst, auf den Sperrer. Deine tragbare Einheit kannst du vergessen. Ja. So schnell müsste die normale auch sein. Komm. Ich glaube, die muss man nicht mal wirklich schwächen. Nee. Gebt ihnen kein Kleingeld, damit ermutigt ihr sie nur. Bankman, wir müssen uns mal über Toleranz unterhalten. Ray, kannst du den Wagen mal kurz anhalten? Nein, oh. Nicht, wenn wir unseren alten Freund einholen. Na? Also. Okay. So, hab dich. Ja. Huch. Den habe ich ja ganz übersehen. Komm schon. Hol Stöckchen. Ja. Naja, das passt irgendwie nicht. Ah, das Setting ist doch wundervoll eingefangen. Also, da kann man sagen, was man will. Hinter uns. Was ist das denn? Höre ich da Flügel? Flügel? Nein. Flügel. Ah. Gargolen? Ich glaube, Gargolen war doch die Mehrzahl von Gargoyle. Erstmal scannen. Unbekannte Identität. Autsch. Jungs. Okay, die zerspringen auch. Geister und Gargoyles. Hey, das war ein Spiel. Ghosts and Goblins. Haben wir gespielt? Gargoyles? Ich kenne eigentlich nur Ghosts and Goblins. Und Gargoyles. Gibt es ein idiotisches Spiel, das du nicht gespielt hast? Nein. Achtseitigen Würfel dabei? Oder doch? Was? Was war denn das? Oh! Okay. Pass auf, über dir! Ja, ja. Mist! Okay, jetzt ganz vorsichtig. Ja, ganz vorsichtig haben wir leider keine Zeit. Das war ein Au da. Ja, das war ein Au da. Das war noch ein Au da. Achso, ist schon wieder alles gut. Pass auf, über dir. Oh mein Gott, New Yorker Straßenarbeiter. Die waren schon immer eine Lebensgefahr. Ja, wie denn? Wo denn? Was denn? Wie soll ich hier... Ich... mir eine Deckung suchen? Das sind schließlich Geister. Ja, Rainer. Okay. Geht's weiter? Was sollen wir tun? Zu viel von dem Zeug, um es schnell zu vaporisieren. Verdammt, wo wir endlich ein bisschen Tempo... Egen,
Du hast immer wundervolle Antworten. Könnte nicht schwieriger werden. Ideen? Also da kommen wir jetzt definitiv nicht durch. Hey, kurz durch die Gasse an. Vielleicht können wir Marshmallow abdrängen. Wir müssen einen Weg um dieses Chaos finden. Also entweder du oder Egan, Ray oder Winston. Ich habe nicht genug von dieser Marshmallow-Parade. Genau. Mal sehen, ob wir eine Abkürzung finden. Einverstanden? Ach, bestimmt. Gespenstisch und frühlingsfrisch. Hey. Ach. Waschmaschinen und Trockner. Die größte Gefahr eines Mannes. Ja, warten jetzt. Komm hier. Auch nicht? Okay, wo dann lang? Ach da. Ja, komm. Ey! Das ist so unfreundlich. Was denn hier? PKI-Meter? Okay. Ein Artefakt. Mhm. Wie heißt das jetzt? Gailonas verzauberte Dose? Also wenn das nicht anrüchig klingt, dann weiß ich auch nicht. Nee. Marshmallow-Mann-Figur? Ja. Au! Ach, der Toaster. Mhm. Der ungesehenen Aussichten. Ich muss jetzt an den Toaster im zweiten Teil, war das glaube ich, denken. Ach, egal. Das sieht nach unserer Chance aus. Der Tankzug verliert überall Benzin. Das ist eine echte Gefahr, Mann. Ich wollte sie erst testen, aber da wir diese Sicherheitsvorkehrung eh überspringen, solltet ihr wissen, dass ich den Neutronenwerfer modifiziert habe, der normalerweise den Partikelstrom freisetzt. Okay. Wow, das ist ja wie vorverlegte Weihnachten. Vorverlegt? Weihnachten war in diesem Jahr noch vor Halloween. Der Weihnachtsmann kam als Dracula zu mir nach Hause. So ein Fall. Ja, das verbraucht auch gleich eine ganze Ladung. Okay, muss ich mir merken. Wie immer. Ich sagte weit zurück. Ja, komm. Gut gemacht. Oh. Eine Sache, Kumpel. Retten. Ja, brennbares Benzin. Wer hätte je daran gedacht? Was, das soll kein brennen? Der Hund hat das Memo gefressen. Das ist ein Prototyp. Erinnerst du dich an dein Memo? Komm, ein bisschen Geld kassieren. Ja, ich hab das Memo geschrieben. Wir haben einen hocherweiterbaren Schnellrotations-Multigeist-Absorbierer angebracht. Schneller und größer als portable Einheiten. Ist das gefährlich? Reicht das Ding aus, um den Kern zu rösten? Okay. Unsere Bedingungen mit Interdimensionen. Oh, das klingt nicht gut. Für so einen großen Kerl ist er verdammt leichtfüßig. Dem sollte man ein Glöckchen umhängen. Ja, hängt ein Glöckchen um. Hey. Falsche Richtung. Ja, das ist aber ein Geist. Da braucht jemand einen Geisterjäger. Komm her. Ich komme schon. Hindenburg. Wurde die Show nicht abgesetzt, als die Bühne Feuer fing und die Besetzung das Zeitliche segnete? Ich hab die Kritiken gelesen. Du liebe Menschheit. Ich muss das sagen. Das stimmt. Skrupellose Produzenten. Ab letzte Woche wieder eröffnet. Ihr hasset es. An diesem Ort muss irgendetwas wirklich übel sein. Mach einen vollständigen Scan. Gute Idee. Wir sollten uns vermutlich mal umsehen. Das heißt wohl, wir sind hier nicht allein. Yep. Das sind ungewöhnliche Flussmuster. Stopp, warte. Nicht anfassen. Dachte ich. Na gut. Schwarzer Schleim.
Schwarzer Schleim ist eine gefährliche Form von Ektoplasma. Giftig für Körper und Seele. Sehr gefährlich. Egon und ich haben keine Kleidung oder Stiefel entwickelt, die gegen die negativen psychokinetischen Effekte dieses Zeugs schützen. Also Vorsicht! Mit anderen Worten, die Flecken gehen niemals raus. Na dann. Wenn das das größte Problem ist. Hey! Pass ja auf! Komm schon! Ich will doch nur ein Autogramm. Tja. Wie ist es so schön? Es ist erst vorbei, wenn die dicke Frau gesungen hat. Pass auf, die dicke Dame singt. Mann, ist die aber fertig. Wie eine Opernsängerin, und zwar eine richtig dicke. Peter, kümmere dich doch mal um sie. Was soll das heißen? Dass ich dicke Frauen mag? Ich gehe ein einziges Mal mit einem völligen Mädchen aus. Bei einem Blind Date. Und ihr Kind fängt immer wieder davon an. Was stimmt das? Oh, noch mehr dicke Weiber. Pass auf, über dir. Gut, die habt ihr. Hä? Was ist mit der da hinten? Au! Oh, ich hab jetzt gerade keine Zeit für dich. Noch mehr von denen. Ah. Der Gargolen, ja. Komm, wehr dich nicht, du willst es doch auch. Esse. Au! Bleib stehen! Du Bösewicht! Bösewicht! Ja, komm. Oh, schön. Gleich in die Falle geschleudert. Ah. Kriegt hier ein bisschen zu viel Schaden. Oh, ihr auch noch? So, jetzt kommt aber die ganze Besetzung, ne? Ja. Ja, ja. Das kann ja mal passieren. Ja, komm. Oh. Aua. Erwischt. Hey, hier drüben. Ein bisschen Hilfe. Ja, Hilfe. Oh. Ich bin dran. Dieser Geist ist so gut wie hin. Nimm das mit zurück ins Grab. Ist. Wir haben der Menschheit einen Gefallen getan. Hindenburg ist eine furchtbare Show. Echt? Na gut, wenn du es sagst. Times Square, posturbane Erneuerung. Alles glänzend und sauber. Ich liebe es. Sag mal, ist er das? Er ist schwer zu übersehen. Was? Der ist doch ganz dezent. Wie dicht müssen wir ran, damit die große Falle ihn erwischt? Sehr viel näher als das. Nee. Was hat er jetzt wieder vor? Ich wusste, dass er das sagt. Er sucht etwas. Sucht er nach etwas oder nach jemandem? Ich muss da immer an King Kong denken. Wie Sie hinter mir sehen, herrscht absolutes Chaos auf den Straßen. Die Behörden unternehmen alles, um eine Panik zu verhindern. Hier draußen regiert der reine Wahnsinn. Der allseits beliebte Marshmallow-Mann, Star der beliebten Kinderfernsehsendung, läuft Amok. Das ist nicht der Marshmallow-Mann, den wir alle lieben. Nicht? Glücklicherweise sind die Geisterjäger hier, um die Normalität wiederherzustellen. Er ist beschädigt. Ich muss ihn reparieren, sonst haben wir keine Chance. Er ist beschädigt. Nach dort und sicherstellen, dass der große Typ nicht bekommt, wonach er sucht. Wir müssen vor. Gute Strategie, aber gefährlich. Da ist viel offenes Gebiet zu überqueren. Alles klar, Kumpel. Das heißt, dass du und ich ab über den Times Square in das Gebäude, das den Marshmallow-Mann so interessiert. Ihr Jungs haltet ihn uns vom Leib, wenn ihr euch das zutraut. Er weiß, dass du da bist, Ray. Es scheint ihm nicht zu gefallen. Ja, er hat uns entdeckt. Los, weiter. Wow.
Füßen fern. Er stampft dich sonst platt. Mach ihn mit deiner Bosonpfeile weich. Man, der Bosonpfeil hat es ihm echt gesagt. Mal sehen, echt? Ob er einen Nachschlag will. Nachschlag, kapiert? Ja, kapiert, Ray. Du bist der König der Witzemacher. Dankeschön. Da kommt den, er. Das ist. Genau, das ist mein Weg. So weit weg von ihm, wie du kannst. Okay, ich versuch's. Wow. Triff ihn mit Bosonenpfeilen. Ja, mach ich doch. Ich bin voll gemarshmallowed. Das war voll in die Nüsse. Was? Wohin? Da lang. Alles klar, ich glaube, der folgt uns auch so. Da ist nicht viel mit Locken. Ich gehe mal vor. Können wir hier rein? So nicht. Ja. Wow. Was? Ach, die Viecher sind das. Ah. Also, ich bin ja der Meinung, der nimmt keinen Schaden. Und warum schieße ich ihn dann dauernd im Schritt? Da geht's rein. Hals und Türbruch. Hals und Türbruch? Okay. Ah, schön ist hier. Alles okay, Geisterjäger. Nur ein Klasse 5 Gedankenformdurchriss. Die Profis sind vor Ort. Begeben Sie sich ruhig. Keine plötzlichen Bewegungen. Was zur... Was zur Marshmallow? Also... Es werden langsam recht viele von den Viechern. Er hat in den unteren Stockwerken nicht gefunden, was er sucht. Na los, wir müssen in die oberen Stockwerke. Nein. Ein fliegendes Telefon, komm. Das musste ich jetzt mitnehmen. Ja, genau. Nicht den Aufzug nutzen. Im Geisterfall zählt das nicht. Müsste man das nicht behandeln wie beim Brand? Sie sagten, bleiben wir zum Essen da. Warum das Gebäude verlassen? Alles schön relaxed, haben Sie gesagt. Sie sind gefeuert. Sie haben recht. Ich wusste insgeheim, dass wir in Gefahr sind und dachte mir, hey, ich sorge dafür, dass Mark mit mir im Fahrstuhl festsitzt. Entschuldigung? Genau, streitet privat weiter. Und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Weil ich würde sagen, für jetzt reicht es. Das war genügend Action. Und beim nächsten Mal holen wir uns den Marshmallow-Mann, den großen alten Seemann. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.